Ja, hallo Freunde. Heute möchte ich euch zeigen, was sich in der Box des Kamado XL13i Barbecue Grill befindet. Ja, wir packen das jetzt hier einfach mal gemeinsam aus. Schauen wir mal, was sich hier befindet. So, da haben wir einmal eine Gebrauchsanleitung. Das sieht aus wie Werkzeug und Schrauben. Ja, lege ich mal hier beiseite. Dann haben wir hier unser Gestell, wo der Grill dann nachher letztendlich draufsteht. Und ja, ein Griff, der ist auf jeden Fall vorhanden. Ich habe schon von Leuten gehört, da ist der nicht drin gewesen. So, was haben wir hier? Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Gucken wir mal, ob wir die auch rauskriegen. Ja, das ist ein wirklich gut verpacktes Ding, muss man sagen. Mal schauen. Verpackt ist das Ding schon mal sehr gut. Versuchen wir das Ganze einmal abzubekommen. So, hier kann man das Ganze schön regeln. Kann den auch ganz aufmachen hier. Ja. Unten haben wir noch die Klappe. Hier haben wir unsere Lüftungsventil. Wackelt noch ein bisschen das Ganze, aber das können wir ja dann noch mal ein bisschen befestigen, bevor es losgeht. Dann haben wir ihn mal aufmachen. Ja. Funktioniert das? Aha. Einfach aufklappen. Da haben wir jetzt auch noch was drin. So, Material. Haben wir hier schönes. Noch so ein Metallteil. Ich glaube, das kommt nachher in den Pott rein, damit die ganze Asche, die Kohle nicht rausfallen. Dann haben wir hier das Grillrost. Und ja, das war es auch gewesen. Das Ding ist einfach noch verpackt. Oh, würde ich sagen, bauen wir das Ganze dann mal auf und schauen uns an, wie das dann aussieht. Ach so, ich wollte das noch aufmachen, damit ihr auch seht, was für Werkzeug dabei gewesen ist. Aber cool, Schraubenzieher, Schraubenschlüssel und was haben wir hier noch drin? Ja, da sind die Schrauben. Ja. Das Ganze ist wirklich sehr gut hier eingepackt. Mein Gott. Aufschneiden das Ganze. Schrauben.
Halterung für unser Gestell. Ja, das war's gewesen. Also fangen wir mal an, das Ganze jetzt zusammenzubauen. So, das Gestell haben wir einfach zusammengeschraubt. Das ging relativ fix. Ich stelle das jetzt mal hier hin. Packen wir mal hier das Ei hier drauf. Ja, das schaut ganz gut aus. Dann kommt hier das Teil nur rein, damit die Kohlen auch hier liegen bleiben und nicht direkt runterfallen. Ja, kommt hier unser Rost drauf und fertig ist unser Grill. Das war's. Tja, und wie das Ganze im Einsatz aussieht, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben für das Video richtig freuen. Und demnächst geht's weiter mit ein paar Videos von dem Kamado in Action. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dann. Ciao.